Mangel macht Schmerz. Ein Vitamin B-Mangel, ein Vitamin D-Mangel, Aminosäuremangel hängt unmittelbar mit Schmerz zusammen. Und es muss ich messen. Also schöne, nicht Gießkanne, ja, sondern messen. Wenn ich es miss, kann ich individuell supplementieren. Und da möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, dass das bis zum Alter von 120 sehr wahrscheinlich möglich ist. Einer von meinen Lehrern leitet die Europäische Luft- und Raumfahrtbehörde in Berlin für die ESA, European Space Agency. Die haben genug Geld, deshalb kann man da eine sinnvolle Forschung machen, ohne dass es falsch beeinflusst ist. Und meine Hirnforschungsmama, die Frau Teuchert-Noh, die ist 74, die sagen ganz klar, das Gehirn kann immer lernen. Und die Muskeln und Sehnen sind anpassungsfähig. Use it or lose it. Wenn man nicht mehr bewegen kann, braucht es Tricks. Und da haben wir dann von der Europäischen Luft- und Raumfahrtbehörde das Trainingsgerät, das sehen wir dann nachher. Und mit dem Trainingsgerät kann man arbeiten. Also Immobilisation macht Schmerz, Immobilisation macht sauer. Und je saurer der Organismus intrazellulär wird, umso mehr Schmerzbotenstoffe werden aktiviert. Dummerweise, wenn Sie dann Schmerz haben und sich bewegen, kriegen Sie mehr Schmerz. Das heißt, müssen wir Ihnen zuerst was geben, dass das nicht passiert. Beispiel Jogi Löw. Vor dem Spiel und in der Pause, die brauchen was. Ja, das sind ja gesunde Leute. Also dann brauchen wir alle mal was. Und wer nicht mehr laufen kann, wer nicht mehr trainieren kann, den legen wir auf so ein Bett. Und da kann ich eigentlich in 3 Minuten einen 5000-Meter-Lauf simulieren. Da kann man Muskeln entspannen, wenn sie spastisch sind. Da kann man Muskeln trainieren. Da kann ich das Rückenmark trainieren. Da trainieren wir Leute mit dem Querschnittssyndrom. Allein in Oberlech haben wir 2 Skilehrer, die hatten kompletten Querschnitt. Die Spastik war so stark, dass ihr Knie ans Kinn gesprungen ist. 24 Stunden Dauerschmerz. Beide Kandidaten behandelt, trainiert, supplementiert. Und die führen ihren Betrieb wieder. Der eine läuft 4 Stunden, der andere 5 Stunden. Die Muskeln in den Armen sind zurückgekommen. Hochdosierte individuelle Supplementation, tägliches Training, tägliche Übung. Und wenn man eben nicht mehr gut kann, kann man sich drauflegen. Und wenn es besser geht, stelle ich den Tisch höher. Und irgendwann liegt man nicht mehr drauf, sondern man steht drauf. Und dann kann man wieder selber aktiv werden. Da möchte man hin. Ich möchte nicht immer so ein Gerät, aber das hilft uns. Arbeitshypothese war damals, da wurde ich ausgelacht. Ich habe gesagt, wenn der Muskel nicht arbeitet, dann gibt der Knochen den Geist auf. Wenn ich den Knochen dichter mache, dann wird er nicht besser. Glas ist dicht oder Eis ist dicht, das bricht schnell. Der Mensch ist intelligent konstruiert, das ist eine Leichtbauweise. 1% vom Material macht 1000-mal mehr Leistungsfähigkeit. Leichtbauweise. Und das Material besteht aus Aminosäuren. Das Material besteht aus Zuckereiweiß, Zuckermolekülen. Und wenn man den Muskel trainiert, bleibt der Knochen jung. Wenn das Gehirn zu wenig Energie hat, gibt es Kurzschlüsse, Verbindungsstörungen. Das ist das Gleiche wie der Eisbär. Wenn der Eisbär schläft, im Winterschlaf, spart er, slow out. Und dann legt er bestimmte Hirnregionen still. Und dann kann Schmerz entstehen, Angst entstehen, Emotionen entstehen. Und das Gehirn ist noch gesund, aber es leidet am Energiemangel, an der Verbindungsstörung. Und das ist ein Bild von meiner Hirnforschungsmama. Bis ins hohe Alter sind die Bodenstoffe und das Gehirn zu betrachten wie ein Orchester. Stelle sich vor, hier eine wunderschöne Bruckner-Sinfonie. Alle Mitspieler synchronisieren sich. Und das Geheimnis im Orchester ist, dass die sich synchronisieren. Die schalten sich gleich. Und so spielen die Bodenstoffe zusammen und das Gehirn. Wenn einer Schmerz hat, dann liegt es nicht daran, dass er einfach nur zu wenig Serotonin hat. Ja? Dann nützt nichts, wenn man einfach ein Antidepressiva gibt. Und wenn ich jetzt Lyrica verorten, eine Substanz, die eigentlich das Gehirn, meine Hirnforschungsmama, ich sage das nicht, die sagt, das attackiert ihr Gehirn, ja? Das zerstört ihr Gehirn. Also vorsichtig mit den Medikamenten, eine bestimmte Zeitachse, ja, als Feuerwehr, ja, aber wenn sie es immer nehmen, gibt es Wasserschaden. Und mit der Feuerwehr können sie keine Häuser bauen. Am Häuserbau muss man mit Ernährung, mit Ernährungssteuerung, Low Carb, was Sie hier draußen gehabt haben, Mandelmehl, Kokosmehl und so weiter und Aminosäure. Und so kann man den Mangel ausgleichen und dann kann man hier die Region aktivieren. Originalzitat von der Frau Teuchert-Noh, bis 120 wartet die Zelle darauf, dass sie genährt wäre. Durch Bewegung, durch ausreichend Schlaf und durch eine gescheite Ernährung. Und die brauchen Aminosäuren. Die brauchen gesunde Zucker, die brauchen gesunde Fette, die brauchen all das, was das Baby braucht. Das heißt, die Prinzipien fürs Alter sind denen Prinzipien aus der frühen Entwicklung
sehr ähnlich. Da braucht es Material. Und ein Thema sind deshalb auch Omega-3-Fettsäuren. Für den Winter empfehle ich Ihnen, viele Nüsse zu essen. Also Paranüsse, Baumnüsse, Walnüsse, Mandeln und Kokosnüsse, Kokoswasser, Kokosmilch und so weiter, Mandelmilch. Das sind wertvolle Fette, die nähren, das sind gesunde Fette. Und 30 Jahre bevor man wirklich richtig sozusagen in die Knie geht, gibt es Frühwarnsignale. Und die müssen wir beachten. Frühwarnsignale, Zuckerstoffwechselstörungen können sich ausdrücken über einen hohen Blutdruck, über die Schlafstörung. Muskelschmerzen sind ein Warnsignal. Hohe Fettwerte, die hohe Harnsäure, Magen-Darm-Probleme, Fettleber. 30% der Menschen in Deutschland haben eigentlich eine nicht-alkoholische Fettleber. Die saufen nicht, die sind nicht fettleibig, aber ihre Leber hat ein Problem. Das liegt am Zucker. Konzentration und Aufmerksamkeitsstörungen, Antriebslosigkeit, Sexualfunktionsstörungen, Burnout oder Zuckerstoffwechsel. Das hängt damit zusammen, dass häufig zu viele Süßgetränke, künstlicher Zucker, Maissirup, dann zu viele Fruchtsäfte dem System Ärger verleihen. Und dann steigt die Harnsäure an. Nochmal zu einem Irrtum, auch den Satz vergesse Sie nie. Ich nehme jetzt mal Bayern und Uli Hoeneß, ja, der hat produziert 5,5 Millionen Würste pro Woche. Was frisst eine Sau, dass sie fett wird? Frisst die Fett? Die frisst nie Fett, aber sie wird fett. Die kriegt Mais, die kriegt Getreide, die kriegt kurzkettige Kohlenhydrate. Und die Sau kriegt dicke Knie, die kriegt Gicht. Und Insulin. Und Insulin. Und mehr Zucker, je mehr Insulin. Und der Übeltäter bei Schmerz ist Zucker und Insulin. Und die Sau kriegt Schmerz, die kriegt Angst wie Sau. Ja? Und die Sau kriegt dicke Knie, die kriegt Gicht. Die Sau stirbt im 7. Monat an der Gefäßarteriosklerose, am Schlaganfall oder am Herzinfarkt. Die hat nie Innereien gegessen. Keine Innereien, aber sie hat Gicht. Die kriegt eine starke Arthrose, die kommt aus dem Stall gar nicht mehr raus, weil sie sich nicht bewegen kann. Zusätzlich kriegt sie noch Antibiotika, weil sie einfach krank werden. Die sind aggressiv, ja, wenn sie nicht bewegen können. Und deshalb sind die Fettwerte, auch die Fettleber, Leberprobleme, Harnsäureprobleme, Fettwerte direkt abhängig vom Zucker. Das liegt nicht am Cholesterin. Link, das vergesse ich auch nie wieder. Wenn jetzt der Jürgen Klinsmann oder Andi Herzog und ich am Tisch sitze und die Spieler gucken, was wir essen, hat am Morgen jeder 4 Spiegeleier im Teller. Ja. Wir essen also viel Eier. Und unser Cholesterin ist vielleicht bei 100. Also Ei hat nichts mit dem Cholesterin zu tun. Zucker macht Fett. Zucker erhöht die Cholesterinwerte. Und was kriegt ein Kandidat, wenn er damit zum Arzt geht? Ja? Dann kriegt er sozusagen ein bisschen einen Antrieb zum Steigern am Morgen was. Er kriegt sozusagen ein Antidepressiva, er kriegt ein Schmerzmittel, er kriegt ein Medikament gegen die Fette, er kriegt ein blutdrucksenkendes Mittel. Ja, ehrlich. Und selbst junge Leute kriegen dann 5, 6, 7 Medikamente und das darf nicht sein. Wenn ich das hier abgreife und wenn ich hier behandle, dann wird man gesund. Aber wenn ich zu lange warte, dann wird es ernster. Deshalb Frühwarnsystem betrachten und früh genug erkennen, früh genug was tun. Und selbst im Ärzteblatt steht, dass zu viel der hohe Blutzucker, also hoch ist schon, wenn das glykierte Hämoglobin, der Langzeitzuckerwert, über 5,5 ist. Ja? Also zu viel Zucker im Blut macht kognitive Störungen, Gedächtnis, Konzentration. Unsere Spieler, Hockey-Nationalmannschaft, Nationalmannschaft von Jürgen Klinsmann, wir haben ein glykiertes Hämoglobin von 4,5. Je freies Hämoglobin, rote Blutkörperchen, umso mehr Sauerstoff, umso schneller geht es. Je mehr Zucker dran ist, desto schlechter. Je höher der Zuckerspiegel, desto höher die Harnsäure. Umso höher das Problem, dass man sauer wird und dann gibt es Schmerz oder Muskelschmerz oder eine schlechtere Regeneration. Also im Ärzteblatt steht es, und das ist eine Bibel in der Medizin, das Journal of the American Medical Association, Insulin macht Entzündungen. Insulin macht Muskelschmerz. Zu viel Insulin macht Entzündungen im Gehirn. Restless Leg und Polyneuropathie, neuropathische Schmerzen, sind nicht nur eine Spätfolge beim Diabetes. Nein, die sind viel früher schon aktiv und deshalb hat es eigentlich auch was mit dem Insulin zu tun. Deshalb muss man haushalten. Deshalb kann man über die Ernährung sehr viel tun. Und wenn man am Abend solche Dinge isst wie hier, dann esse ich sogar Schokoladekuchen, ja, genau, und mit Mandelmehl.
aber ich darf eben nicht zu viel sündigen, ja, sondern man muss haushalten. Man darf fast alles, nur nicht immer. Und ein Übeltäter heutzutage ist die gezüchtete Kuhmilch. Die Kuh zur Zeit vom Ferdinand Xaver Mayer, bei denen habe ich einen Vortrag gehalten vor ein paar Tagen, die war noch auf dem Feld, die war auf dem Berg und die hat 5 bis 6 Liter Milch produziert. Die Milch dürfen sie immer trinken. Heute produziert so eine Kuh, das Bild, wo ich gezeigt habe, vor 3 Jahren war 60 Liter, 65 bis 70 Liter Milch. Die ist voller Insulin, die ist voller Insulin, ähnlichem Wachstumsfaktor. Das macht Entzündungen, das macht Akne, das macht Schmerz. Das heißt, diese Kuhmilchprodukte schaden. Merksatz, je kleiner der Euter, umso gesünder die Milch. Ziege und Schaf oder die Kuh von der Alp. Aber Milch kann deshalb tatsächlich zu einer Übersäuerung führen und Milch kann deshalb, wenn man zu viel hat und zu wenig bewegt, die Schmerzkaskade in Gang setzen. Ursache also vom Schmerz: Zuckerstress, Ernährungsstress, Bewegungsmangel, zu wenig Schlaf, dann verliert man den inneren Rhythmus. Wenn man am Abend kurzkettige Kohlenhydrate isst, Brot, Nudeln, Spaghetti, Bier und Süßigkeiten, dann jagt es Insulin hoch und das schaltet die Schlafgene aus. Ja, also Sie haben richtig gehört, Zucker und Insulin schaltet die Schlafgene aus. Dann schläft man schlechter. Und wenn man sich nicht regeneriert in der Nacht, sieht es schlecht aus. Und zusätzlich hat man dann meistens noch einen Mangel von einer Aminosäure, vom Tryptophan. Das ist eine Aminosäure für das große Beruhigungssystem, für Serotonin, für das Melatonin, für den inneren Rhythmus. Und wir haben ganz viele Patienten, bei den Schmerzpatienten alle, die haben einen Tryptophanmangel, die haben einen B6-Mangel, die kriegen das im Darm nicht gebacken und dann muss man es ausgleichen. Und nichts Antidepressiva, was wieder verpucht, sondern die Ernährung regulieren, bewegen und dann gezielt supplementieren. Das ist so die Hommage an einen guten Rhythmus. Es ist ja am Abend wenig kurzkettige Kohlenhydrate. Dann kommen die Reparatur- und Wachstumsmechanismen in Gang. Dann produzieren sie Melatonin und Serotonin. Und dazu brauchen sie noch zum Beispiel Tryptophan. Und die Wundermaschine zum Abschluss. Sport hält gesund. Und all diese Substanzen produzieren ihre Muskeln. 100 verschiedene Botenstoffe. Ihre Muskeln produzieren Botenstoffe, die antientzündlich wirken, die Nervenzellen regenerieren, oben die Neurogenese, die Neuroplastizität, die regulieren den Fettstoffwechsel, die regulieren die Leber, die helfen ihrem Organismus Muskeln aufbauen, Knochen aufzubauen und die hemmen den Muskelabbau. Und die Myokine sind jetzt ein weites Feld. Wir müssen ihnen helfen, dass sie sich besser bewegen können. Und dann hilft sozusagen die Bewegung über ganz viele Schwierigkeiten hinweg. Und Muskeln sind deshalb eine Hormondrüse und ein Stoffwechselorgan.